Nora traute der Sultana nicht. Sie hatte sie schon zu oft an der Seite der Moguli gesehen. Und doch gab es vermutlich keine andere Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden. Sie musste in den Pfauenpalast hinein, koste was es wolle. Dort lag ein Geheimnis verborgen, welches im Zusammenhang mit den Hinweisen und Rätseln stand. Vielleicht war es die Lösung für all die Fragen, die sie hatte. Und es waren mittlerweile schon eine ganze Menge an Fragen. Elburum, die weiße Stadt. Ehemals voller Fliegen und nach Blut stinkend, hat sich der Hafen unter der Leitung von Iphemia von Elburum zu Nahuabad stark weiterentwickelt. Die Esplanade des Friedens ist gesäumt von Pilgern, die an den zahlreichen Ständen verweilen und einkaufen. Jeder hat die Bänder von Al-Shintama um sein Handgelenk baumeln. Der Mondsilbervisier Salamon ibn Dafar wird mit den zahlreichen Silberstücken reicher und reicher. Doch hinter der Fassade könnt ihr die Ablehnung spüren. Die Bettler beobachten euch aus den Gassen heraus und die Stadtwache ist offensichtlich um eure Sicherheit bemüht, dirigieren sie doch vor allem eure Pfade innerhalb von Elberum. Was auch immer ihr tut, ihr müsst größte Vorsicht walten lassen, um keinen Eklat zu erzeugen. Euer eigentliches Ziel? Feuerschlick und die Vision. Langfristig wollt ihr auch einige weitere Dinge über das Seelensplitterbild herausfinden, was euch nach Elberum gelotst hat. So beginnen wir. Am späten Nachmittag des 16. Rondra, 1031 nach Bosparans Fall, und ihr steht an dem Deck des mondsilbernen Drachentöters. Rafim hat Holzschnitzwerkzeuge erworben und Boltax hat ein wenig beim Aufbau des Raya-Tempels geholfen. Oh. Doch. Uiuiui, das war ganz schön anstrengend. Seid ihr ja, Boltax. Oh ja, ja, ja. Ich habe mir einmal diesen Keller angeschaut und wirklich stümperhaft. Keine Sicherungsbalken an der zentralen Schlussstelle. Oh, furchtbar. Aber der Falafel ist gut. Der was? Oh, das ist so ein Fleischgericht mit kleinen Bällchen. Und schaut einmal, ich habe noch ein bisschen. Wartet. Und Voltax holt ein Teiggericht aus seiner Tasche heraus, das mit einem Ladenbrot und kleinen Fleischstückchen versehen ist. Oh, es hat sehr gut geschmeckt. Eine sehr appetitliche Transportweise, die ihr euch angewöhnt habt. Warum habt ihr so etwas in der Tasche? Naja, wo soll ich es denn sonst haben? In einer Dose, vorzugsweise. Dose? Wo soll ich denn jetzt auf einmal eine Dose hernehmen, wenn ich mitten in der Stadt bin? Zumindest wäre eine Verpackung hilfreich, eine aus Papier oder Pergament. Daran habe ich nicht gedacht. Haben euch die Gardistinnen Beachtung geschenkt, als ihr den Steg hochgekommen seid? Nein, nicht wirklich. Ich habe gefragt, ob sie den Falafel schon kennen, und sie haben nur so abfällig geguckt. Nun, vielleicht können wir uns das zunutze machen. Wenn sie sich nicht für euch interessieren, sind sie gewissermaßen selber schuld, oder? Das ist richtig. Aber vielleicht sind sie auch einfach sehr Falafel-elitär und ich habe einen schlechten Falafel gekauft. Nun, ich denke nicht, dass sie auf eure Nahrungsmittel ansprechen werden. Nicht? Nein, nicht jeder ist so vergnügungssüchtig oder genusssüchtig, könnte man sagen, wie ihr. Also ich bitte euch, habe mir das aus eurem Munde. Nun ja, das ist richtig, aber Zurückhaltung ist nicht das schlechteste Mittel der Wahl in diesem Fall. Oh, wenn wir schon an Land sind, dann können wir doch auch ein bisschen schlemmen. Nun ja, wir sollten unsere Aufgabe nicht vergessen. Ja, das ist doch kein Problem. Gehe ich halt gleich in die Bibliothek und hole mir ein Buch. Wisst ihr, wonach ihr suchen müsst? Historische Gegebenheiten, die Magiergrafen, vielleicht das Stadtwappen, das wir gesehen hatten. So etwas. Das wäre auf jeden Fall ein guter Anfang. Wobei wir das Wappen ja schon einigermaßen Malkis zuordnen konnten, oder?
Ja, aber wenn ich mehr über Malkis herausfinde, dann, ja, will ich vielleicht noch mehr heraus. Wollt ihr in die Magierakademie? Oder wissen wir, ob Elberum eine Bibliothek hat? Also ihr wart doch schon einmal hier, oder? Genau, genau. In der Magierakademie waren auf jeden Fall damals Isarun und Yalan sehr investiert darin, Bücher der Flamme zuzuführen. Ich war auch in der Bibliothek. Ich kenne sie also zumindest. Ja, nun, da würde ich erstmal hin. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob die entscheidenden Bücher wirklich öffentlich ausgestellt sind. Es gibt in jeder Bibliothek einen gewissen, nennen wir es Giftschrank, in dem Bücher weggeschlossen, die nicht für jeden sichtbar sein sollen. Ja, und dann gehe ich zu diesem Giftschrank, breche ihn auf und gucke danach. Der Begriff Giftschrank ist nur gewissermaßen bildlich zu verstehen. Ach so, ist kein Schrank? Nein. Vielleicht sollten... Bitte. Ah, verzeiht. Besser ihr erklärt es ihm, bevor er davor steht und sich sonst was vorstellt. Nun, es könnte eine besonders verschlossene Kammer sein. Ein gutes Versteck. Oder etwas sehr Offensichtliches, wie eine Statue mit einem hohlen Körper. Also, eine gut verschlossene Kammer dürfte mich nicht aufhalten. Ich kann durch Stein schneiden und durch Stein gehen. Also, und ich sehe die Problematik eher im Finden, weniger im Öffnen. Ach so, ja, nun ja, Vielleicht frage ich einfach jemanden. Der Bibliothekar wird es doch sicherlich wissen. Und ihr meint, er wird euch darüber öffentlich Antwort und Rede stehen? Wenn ich ihn zwinge, ja. Nun, und wie wollt ihr vermeiden, dass er danach sofort mit der Spektralität redet? Wenn ich meine Worte weise wähle, wird er es vergessen. Nun, wir müssen so diskret wie möglich sein. Na gut. Nun, wenn ihr in die Magierakademie wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch nach diesem Terrillion-Tetraeder forschen. Okay. Carinthetiana hatte zwar etwas dazu zu sagen, aber... ich weiß nicht, vielleicht liegt es an mir. Habt ihr besser verstanden, was dieses Ding eigentlich tut? Ja, wie er das gesagt hat, fächert es die Sphären auf. Ich kann mir also vorstellen, dass es eine Möglichkeit ist, an einem Punkt in verschiedene Sphären zu blicken. Also wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, am Schlund stehen, ein schönes heimeliges Plätzchen, dann können wir dort auch in die zweite Sphäre oder in die vierte Sphäre oder in die fünfte Sphäre damit blicken. Nun, das ist je nach Sphäre mehr oder weniger beunruhigend. Ja. Von seiner Funktionsweise her stelle ich es mir ein wenig wie das Prisma eines Zargeweihten vor. Ist das... Denkt ihr, das ist zutreffend? Ja, das Prisma eines Zargeweihten nimmt ja das Licht des Herrn Pryos und fächert es auch in ganz viele Farben auf. Und ich denke, es funktioniert eher wie eine Kugel eines Magiers, eines Hellsichtmagiers. Bestimmte Zweige der gildenmagischen Ausrichtung verfolgen, nun ja, gewisse obskure Pfade, könnte man sagen. Und diese können mithilfe dieser Kugeln, nun ja, in weit entfernte Orte, Zeiten, ja, blicken. Die hohe Kunst ist ein schwarzes Auge natürlich. Ach, so eins, wie im Ebenholzkabinett liegt? In der Tat. Oh, das hätte ich mir zu gerne einmal angeschaut. Aber Uhaya wollte uns ja so schnell da raus haben. Nun, ich denke aber nicht, dass dieser Tetraeder auf die gleiche Weise funktioniert wie ein schwarzes Auge. Er ist wohl sehr spezifisch. Ob ich wohl das schwarze Auge bekomme, wenn ich Uhaya lieb frage? Nun, ich denke nicht. Warum nicht? Immerhin ab. Das ist ein sehr wertvoller Gegenstand. Ja, ich will ihn ja auch nicht permanent behalten. Ich würde ihn ja nur gerne einmal ausleihen. Würdet ihr auch euren Hochkönig um seine Axt fragen? Oder sein Statussymbol als König?
Ach so, das ist ihr Statussymbol. Ich dachte immer, die Krone und das Zepter und dieses komische Reichsrichtschwert, diese Kleinodien, von denen Jalan einmal erzählt hat. Ich dachte, das wären die wichtigen Sachen. Aber gut. Ist ein wichtiges Mittel, um die Geschehnisse im Reich zu beobachten zu können. Und sie wird es nicht so einfach aus der Hand geben. Ja, dann soll Isarun es uns halt vorbeibringen. Ich meine, wozu haben wir denn Kontakte zur Hofmaga? Wir schweifen ab. Wir sprachen über den Tetraeder. Ja, vielleicht könntet ihr auch etwas über seinen Schöpfer herausfinden. Ich hatte davor noch nie von diesem Donatian Terillian gehört, aber ich denke, in Anbetracht der Namensgleichheit ist es naheliegend, dass er wohl der Erfinder dieses Artefakts ist. Ich kann sicherlich schauen. Das wird aber eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Wo wollt ihr euch umschauen? In der Akademie, vermute ich? Natürlich. Ich denke, Elbrum wird jetzt nicht großartig viele Bibliotheken haben. Nun, ich würde euch raten, vorsichtig zu sein. Wir wissen nicht, was dort vor sich geht. Ich finde, wir sollten auch noch in den Hisinde-Tempel schauen. Wir könnten einmal sehen, wie ablehnend unsere Bewacherinnen darauf reagieren. Wenn sie sehr ablehnend reagieren, steigt natürlich mein Interesse sprunghaft an. Aber nun, so oder so könnte das eine gute Ablenkung sein, während Boltax anderswo zugange ist. Soll ich uns dann in den schmutzigen Seitenstraßen gleich noch ein bisschen von diesem Feuerschlick organisieren? Nun, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt? Ja, warum denn nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob es klug wäre, aus einer obskuren Quelle Feuerschlick zu besorgen. Ja, aber wir brauchen den Feuerschlick. Und ich sehe nicht, dass wir den Feuerschlick von Iphemia bekommen werden. Wir werden es wohl auch daher haben, wo alle anderen den Feuerschlick her haben. Vor der Küste. Woher soll es denn sonst kommen? Es wird wohl ein bisschen teurer sein und vielleicht mit irgendwas gestreckt, aber... Nun, sagen wir so, es ist nun auch nicht gerade mein größter Wunsch, Feuerschlick zu mir zu nehmen. Aber es ist immerhin eine Spur. Also wenn wir welchen bekommen könnten, haben ist besser als brauchen. Das ist richtig, das ist richtig. Also Amelia, wirst du so freundlich? Und Boltax hält die Hand auf. Was? Naja, wenn ich jemanden bezahlen muss. Und dann habt ihr auch genug Geld bei euch. Ich besitze keinen einzigen Dukaten. Boltax hat doch niemals Geld, das wisst ihr doch. Ich weiß sehr genau, dass ihr Edelsteine besitzt. Ja, aber denkt ihr, die nehmen Edelsteine auf der Straße? Ich denke schon. Ich bitte euch, nein. Soll er Drogen mit Edelsteinen bezahlen, da wird er ausgenommen. Ja, das ist richtig. Nun, ich denke, es gibt gewisse, Händler, die euch eure Edelsteine in wertvolle Dukaten umtauschen. Aber mir seid ihr nicht um meine Sicherheit besorgt. Nun, ich denke, ihr seid vorsichtig genug, damit ihr euch nicht bestehlen lässt. Oh, ich bin zu tief getroffen. Ja, ich weiß. Ich kann das aber verknusen. Ah. Nun, dann passt auf, dass... Ach, ihr macht das schon. Ich bin sicherlich. Außerdem, ihr sollt euch nur wieder von etwas trennen. Das macht es einfacher. So wie ich von meinen Dukaten. Aber die Tempel sammeln die Scheiße doch rein. Muss man nicht einfach da fragen. Der Sinn der Tempel benutzt den Feuerschlick, aber offenbar ist es so, dass Iphemia die Bestände unter Verschluss hält und nur einzelne Portionen an den Tempel abgibt. Aber ja, wir könnten es auch dort versuchen. Ja, aber hier der Äffer-Tempel hat doch da bestimmt auch seine Pfoten mit drin. Das Zeug wächst doch auf dem Wasser. Buchstäblich, ja. Das wäre meine nächste Frage. Warum besorgen wir uns das Zeug nicht dort, wo es wächst? Naja, wisst ihr, wie man es erntet? Die meisten Drogen müssen in gewisser Weise verarbeitet werden. Nun, ich denke, in der Bibliothek werden sich bestimmt einschlägige Werke finden, dass wie man diesen Feuerschlick erntet. Ja, vermutlich. Oder ihr fragt unseren Verrückten.
Im Zweifelsfall hilft wahrscheinlich ein scharfes Messer. Oh, ich glaube, es ist nicht so einfach. Also, man kann Feuerschlick wohl im Rohzustand zu sich nehmen, wenn man die nötige Selbstbeherrschung hat. Gewöhnlich wird er allerdings zu Pulver weiterverarbeitet. Und ich hörte auch, die Ernte wäre nicht ganz einfach. Ich weiß aber leider nicht, wie es im Einzelnen funktioniert. Also zur Not können wir einen Wasserelementar rufen, der erntet uns das bestimmt. Naja, ist jetzt nicht der schlechteste Vorschlag. Vielleicht fragen wir unseren Alchemisten und Pflanzkundler. Er weiß vielleicht etwas, wie man diesen Feuerschlick erntet. Ja, das meinte ich ja mit dem Verrückten. Ja, ich denke, er wird sich damit am besten auskennen. In dem Zusammenhang könnte aber tatsächlich auch noch ein Ausflug in den Hesinde-Tempel oder vielleicht auch in den Ether-Tempel interessant sein. Denn ich konnte ja diese, nennen wir es Entität, mit der ich in Kontakt gekommen bin, nicht recht zuordnen. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich nicht um die tiefe Tochter gehandelt hat und nicht um Effert, dann ist die Frage, wer oder was war es dann? Ach, das ist doch ganz leicht, die Frau vom Chalambusen. Die was? Ja? Ja, das habt ihr selbst gesagt. Ihr habt eine weibliche Präsenz wahrgenommen und wir sind hier, naja, gewissermaßen fast am Chalambusen. Also. Und wie habt ihr die Frau vom Chalambusen betitelt? Natürlich. Der graue Mann vom Ochsenwasser, dann gibt es sicherlich auch eine Frau vom Chalambusen. Spekuliert ihr gerade oder kennt ihr tatsächlich einen mächtigen weiblichen Elementar hier? Nein, ich kenne jetzt keinen mächtigen weiblichen Elementar hier in der Gegend, aber große Ansammlungen. Ich gehe fest davon aus, dass es einen mächtigen Elementar geben wird. Nun, vielleicht finden wir einen Namen. Oder wenn nicht, vielleicht könnt ihr Kontakt aufnehmen, wenn wir weiter segeln. Oh, das ist eine gute Idee. Ich werde mich also zuerst darin einlesen. Wird ihr sicherlich auch in der Bibliothek zu finden sein. Und dann werde ich mich um die Tetraeder und Magiergrafen und so weiter und so fort kümmern. Nun, ich würde vorschlagen, zur Ablenkung sollten wir zum Sinnetempel gehen und ihr derweil geht unauffällig in die Bibliothek. Ja. Ich denke auch, wir können unsere Bewacherinnen ihre Geduld noch ein wenig strapazieren, indem wir eigene Bewachung mitbringen. Denn wenn sie schon die ganze Zeit sagen, dass es so gefährlich dort draußen ist, nun, dann sollten wir die Dukatengarde mitbringen. Nun, das ist keine schlechte Idee. Naja, die sitzen sich hier eh nur die Ärsche platt. Nun, dann machen wir das. Dann sehen sie ein bisschen was von der Stadt. Und es könnte sein, dass die Damen ein wenig in Erklärungsnot geraten, denn unter der Bewachung der Dukatengarde sollten wir eigentlich völlig ausreichend versorgt sein. Wir sollten diese Lote nicht vergessen, die uns, wie ihr uns Jalan sagte, beobachtet. Ja, wenn ich sie treffe, frage ich sie, was das soll. Ich bin mir sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber es steht zu vermuten, dass sie heute Nacht am Hafen auftauchen wird. Warten wir erst einmal ab. Habt ihr das Treffen etwa mit ihr verabredet? Ich dachte, mit welchen aus der Stadt? Nein, aber es war unvermeidlich, dass sie selbige Kommunikation mitbekommt, falls sie Attack kann. Naja, hätte sie Attack gekonnt, hätte sie mir das nicht zurauen müssen. Wir werden sehen. Sie sagte nur, die Möglichkeit besteht. Entschuldigt, Maria übrigens, die Maraskaner hier suchen dringend nach Magiern, aber ich weiß nicht warum. Ja, selbe Frage stellte man mir auch. Aha, ja. Was sagten sie, warum? Nur nix. Sie haben nur gefragt, ob wir Magier haben. Vielleicht haben sie irgendein Problem mit, keine Ahnung, einem dämonischen Artefakt oder so. Ich fragte sie auch, wer die Magier seien, aber ich habe diese Frage erst einmal abgewiesen. Es besteht keine Not, unser Blatt zu offenbaren, bevor es soweit ist. Ja, aber mir ist recht eindeutig als Magier zu erkennen. Nun ja, das ist richtig. Du aber nicht. Das ist wahr.
Jedenfalls, ihr wolltet euch in der Bibliothek umsehen. Rafim und ich müssen noch einige Besorgungen in der Stadt machen, was deine Trollzacke angeht. Ich brauche euch allerdings vermutlich alle heute Abend wieder auf dem Schiff. Zumindest dich und Rafim und Diamantis. Na, okay. Naja, in dem Fall, Diamantis, was machst du denn? Nun, wie kommst du zur Bibliothek, Baltax? Ich denke, viel im Hesinde-Tempel. Die Wachen haben es nicht besonders auf mich abgesehen. Wenn ich mit dir kommen würde, würde es dir nicht auffallen. Ja, das meinte ich auch. Es wäre sicherlich gut, wenn du mich begleiten kannst. Kannst du das Drogenkaufen übernehmen und die Bücher tragen? Ja, mit den liebsten Vergnügen, die Drogen kaufen und die Bücher. Ja, die kann ich auch tragen. Oh, wunderbar, wunderbar. Na dann wissen alle, was sie machen. Dann treffen wir uns vorerst heute Abend wieder hier. Hervorragend. Hey, Sulamin, bevor wir gehen, ich würde gerne noch einmal mit dem Alchemisten an Bord hier sprechen. Wie ist er denn noch? Kaitiana? Ein merkwürdiger Name. Nun, wir haben keine Eile. Lasst uns hinuntergehen. Er ist gewöhnlich in seinem Zimmer. Ja, geht aber schon vor. Ich werde mit allen mit mir reden, wenn ihr gestattet. Ich muss noch etwas mit ihm besprechen. Natürlich, ich warte auf euch. Ja, ich würde dann runtergehen zum Alchemisten in sein Labor. Ja, dort aufgebaut hat er allerlei seltsame Gerätschaften zum profanen Kochen, wohl auch kaltes Kochen. Du kannst viele, viele Pflanzen sehen, verschiedenste Pflanzen, die du noch nie in deinem Leben erblickt hast, vielleicht mal auf einem Pergament abgezeichnet gesehen hattest und Stapel von Büchern, Papieren, die auf dem Boden stehen, zu großen Stapeln getürmt und er wohl gerade vertieft in eines der Bücher. Guck dich dann so ein bisschen an, wenn du reinkommst und schlägt dann schnell das Buch zu. Ah, ihr seid beschäftigt? Ja, ich lese. Habt ihr noch ein Tagebuch für mich? Wie ich bereits sagte, ich habe die Lektüren von Voltax bereits gelesen. Und habt ihr sie ihm schon zurückgegeben? Nee, die müssen hier noch irgendwo herumliegen. Er war bisher noch nicht hier unten, aber sobald er sich hier aufmacht, dann werde ich sie sicherlich finden. Ich bin etwas zerstreut. Verzeihen Sie das Chaos, Kapitän. Kein Problem, ich werde Ihnen Bescheid sagen. Brauchen Sie etwas? Ja, in der Tat. Ich hätte einen Auftrag für euch. Und zwar bräuchte ich eine bestimmte Substanz relativ einfach herzustellen. Kennt ihr Phosphorus? Ja, Leucht. Luminous, ja. In der Tat. Nun, ich bräuchte eine kleine Menge, sagen wir. 1-2 Flux, das sollte reichen. Ja, er steht auf, macht sich kleine Schmierereien auf einem Pergament und geht dann schon zu der einen oder anderen Pflanze, um das abzuziehen. Eine interessante Botanik habt ihr hier angesammelt. Ja, wenn ich woanders wäre, würde ich nach einer größeren Kabine fragen oder nach einem größeren Anbau oder so etwas. Aber ich kann ja auch sämtliche Pflanzen neu ziehen aus meinem Täschchen. Er klopft aber einmal auf seine Tasche. Du kannst sehen, obwohl er am Tisch saß, hat er sie wohl immer um sich oder dabei. Interessant. Sagt, woher kommt diese Pflanze? Ich zeige mal auf eine beliebige Pflanze, die da links vor mir steht. Anderen Franischer Dschungel. Also ursprünglich. Könnt ihr auch seinen Namen und seinen Zweck bestimmen? Ja, selbstverständlich. Das ist eine gewöhnliche Boronslilie. Eine Schlingpflanze. Interessant. Warum züchten die solche Pflanzen? Weil die alchemischen Substrate daraus, die Edukte, hochqualitativ sind. Ah, ja. Nun, dann will ich nicht weiter stören. Wie lange werdet ihr brauchen, denkt ihr? Für Phosphorus. Ich bin in einer halben Stunde Kerze, werdet ihr was haben. Nun, lasst euch Zeit. Es hat keine Eile. Passt an, reicht es völlig aus. Nun, voraus, vielen Dank. Ja, gerne. Dafür bin ich da. Dafür habt ihr mich eingestellt. In der Tat. Ja, dann streckt gerade den Kopf durch die Tür, kollidiert fast mit Abel, der gerade wieder rausgehen wollte. Verzeiht. Kann er Zitiana? Ja. Wir brauchen Eulentränen. Kriegt ihr das hin?
Eulentränen. Ja, profanes Alchemikum aus dem Handgelenk, ebenso wie Phosphorus. Ja. Geht zu einer anderen Pflanze und zupft weitere Blätter ab. Ihr habt alles, was ihr braucht, oder sollen wir was mitbringen? Nein. Alles, was ich habe, alles, was ich brauche, ist hier. Hervorragend. Oh, aber mir kommt hier entlang. Ich muss sofort das hin. Sag Sulamin, ich bin gleich bei ihr. Sicher doch. Jetzt zurück zu den anderen. Ich würde dann weiter unter Deck wahrscheinlich zu Angroschmina gehen. Klopfen? Ja, kannst einmal über das Hauptdeck gehen und dann auf der anderen Seite zu Angroschminia. Du klopfst einmal, es gibt das typische Brummen, wahrscheinlich von Lagalkasch. Und viel Gesäge, viel Gehämmere im Inneren. Du weißt nicht genau, was ausgebessert werden muss, aber irgendwas ist ja immer. Und du kannst sehen, wie Angroschminia gerade mit einer großen Feile dabei ist, irgendwie Holzbalken zu feilen. Ah, Angroschmina. Ich habe eine besondere Aufgabe für euch, die Kapitän. Nur eure Qualitäten erfordert. Ja. Ich benötige kleinste Kügelchen. Nun etwa doppelt so groß wie ein Stecknadelkopf. Aus Stahl, ja. Und das wäre jetzt die erste Frage, die ich gehabt hätte, aus welchem Material sie sein sollen. Nun, ich bevorzuge Stahl. Es kann natürlich auch ein gewöhnlicheres Material sein. Aber es ihr verlangt nicht, dass sie hohl sind, oder? Nein, sie sollen vollständig sein. Ja, und sie müssen perfekt rund sein oder können das auch Späne sein? Nein, sie sollten schon eine vergleichbare runde Form aufweisen. Das macht das Ganze einfacher. Ja, wollt ihr mir verraten, was ihr damit vorhabt? Dann kann ich eventuell selber den Nutzen improvisieren oder nun, Nandus gefällig nach. Es dient, könnte man sagen, mechanischer Theorien, die ich aufgestellt habe. Okay, dann kann ich euch nicht helfen. Also ich kann euch natürlich helfen und ich kann euch natürlich diese Kugeln improvisieren, aber ich kann nicht selber adaptieren. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ihr mir nicht sagt, was ihr vorhabt. Nun, sie müssen nicht perfekt rund sein, aber versucht euer Bestes. Ja, gut, dann... Ein Dutzend würde ausreichen. Ein Dutzend, gut. Stecknadelkopf groß. Etwa doppelt so groß. Ja, okay.